Herzlich willkommen zu 105.2 mit Felix. Guten Tag. Guten Tag. So. Ich habe nur noch so leichte Probleme mit Post. Minimal. Das freut mich. Und ich hatte ja die Personen. Die Person Hauptlinie. Wo kommt der Vogel her? Ach so. Ah. Dammit. Das ist schlecht. Habe ich irgendwie auch so ein bisschen, wo ich mir denke, das ist auch schlecht, aber ich weiß noch nicht so hundertprozentig, wie ich das gelöst kriege. Okay. Na, ich kann schlecht meine Hauptkreuzung im laufenden Betrieb einmal kurz eben sagen, okay, ich klemme das ganze Ding mal eben ab. Das kommt, glaube ich, nicht so gut rüber. Dann brauchst du halt erst eine Umleitungsstrecke und reißt dann ab. Scheint es schon öfters gemacht zu haben. Jo. So marginal denke ich gar nicht, eine Umleitungsstrecke zu bauen. Ist mir fast zu einfach. Du fährst los. Du fährst.
Aber ich hatte mir doch hier irgendwo auf einen extra Zettel aufgeschrieben, wie viel. Ich glaube, es waren aber nur Personen und keine Post. Das läuft da lang. Ich habe da so eine ganz blöde Idee. Das Problem ist, hier unten ist schon zu viel los. Da rein, du läufst darunter, das ist die Hauptverbindung nach dahin. Wäre noch eine Idee. Haha. Ja, sehr gut. 1, 2. Stand. Die raus. Die Verbindung sollte nicht rausgerissen werden. Warum? Was ist denn daran so schlimm? So, dann kommen nämlich da die Arbeiterlinien an. Auf der Linie die Person Hauptlinien an. So, das heißt, das ist jetzt die Direktverbindung zum Übergabebahnhof. Das heißt, da kann ich jetzt mit Geschwindigkeiten fahren, die völlig egal sind, weil die komplett abgedrängt sind. Ja gut, jetzt wirst du wahrscheinlich denken, Moment, ich kann jetzt hier gar nicht mehr links abbiegen. Dann muss ich hier woanders lang fahren. Ja, dann fahr doch mal woanders lang. Okay, 5000 Säcke Post, die ich noch abholen muss, 6500 Passagiere, die ich noch abholen muss. Okay.
Interessant. Shit, falsch. Machst du schon. Solange das Ganze erfolgreicher wird als bei mir, ist ja alles gut, ne? Du machst schnell alles kaputt, oder was? Ich versuche seit ungefähr 10 Minuten lang einen Tunnel vernünftig hinzubekommen, hat bisher noch nicht so hundertprozentig immer geklappt. Könnte daran liegen, dass irgendeiner hier zu besoffen ist, zu messen, aber das ist auch eine Behauptung. Okay. Na dann. Brauchst du gerade einen Tunnel? Da, wo die einzige Stelle ist, wo sich 25 Linien kreuzt, ungefähr. Eigentlich nicht zu übersehen, wo der Frachtbahnhof ist und sich die ganzen Züge jetzt anzwischen an einer Stelle stauen, weil irgendjemand da umbaut. Na dann. Du machst das schon. Ganz viel Glück oder so ähnlich, ja. Boah, ich bin da nicht guter Dinge. Ich weiß, dass die keinen Weg finden. Da fehlt ja auch eine ganze Schiene. Nur sowas. Weil ich hier versuche gerade Sachen zu bauen, aber das Spiel lässt mich nicht. Ich weiß, dass der auch keine Route findet, weil da auch die Schiene fehlt, Alter.
So, das ist vorbereitet. Das heißt, das da, das, das da, vielleicht da noch eine, da noch eine, da. Da, vielleicht noch da, da. Oh, schauen wir mal. Erstmal die eine Stadt hier ausbauen, weil die mich hier gerade irgendwie so ein bisschen. Bisschen kackt die hier rum, nicht dass jetzt hier gleich alles auseinanderfällt. Stadt hier ist auch schon so schlimm. Oh, ich muss ja auch was abbeißen. Mal ein paar Straßen hier ausbauen, dass die nicht weiterfahren. Da habe ich es ja schon. Habe ich es auch schon. Vielleicht sollte ich hier das sicherheitshalber auch nochmal machen. Oder vielleicht sollte ich überlegen, ob ich die Städte. Na gut, hier habe ich es ja schon gemacht, dass die Städte anfangen könnten, theoretisch dahin zu wachsen. Hingebaut. Ja, gut. Dann fällt halt jetzt überall also ein paar Späne. Ach, da haben sich auch schon hingebaut. Ja. Da, ich habe natürlich an alles gedacht oder fast alles gedacht, um den Ausbau zu fördern. Aber an bestimmte Sachen habe ich natürlich nicht gedacht. Und zwar die Dinge auch in die Breite so ein bisschen darauf vor. Zubereiten, dass da eventuell auch noch was gehen könnte. Mhm. Ja, Strom abklemmen. So, hier ein bisschen Strom wieder. So, die beiden haben, die beiden haben. Ach so, warte mal, die beiden müssten vielleicht hier auch noch. Ja, ich weiß, dass mein Hafen Prachtanleger kaputt ist. Oder was heißt kaputt, aber leicht überfüllt. War schön.
So, steht alle wieder vorbereitet. Gut, dass ich es noch nicht ausbaue, das ist eine andere Geschichte, aber ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, wie das mit meinen Finanzen jetzt aussieht. Und zwar vor allen Dingen auf diese beiden Linien hier. Profit. Schiltach. Schiltach bleibt weiterhin bei 36 Post. Pacher bei 6000. Er hält sich jetzt auch. Bei 10,6 hält sich jetzt eigentlich auch. Aber wenn sich das hält. Wow. Wildberg 12,3. Stark steigend. Also Wildberg, Havelse. Die beiden sollten auf alle Fälle nochmal Unterstützung bekommen. Gleicht sieht das hier aus. Wild. Ah ne, das ist Person. Havelse, Wildberg, ja, das sind die beiden Städte, die am meisten Post auch im Übergabebahnhof haben. Nicht im Übergabebahnhof. Sind 1200er. Ja, dann einmal Post Havelse starten und Post Wildberg starten. Wow, ich glaube, das ist der letzte Dings, der hier kommt mit Koks. Du bringst Koks vorbei. Das heißt, mein Hafenfrachtanleger kann jetzt anfangen. Endlich mal. Wow, der hat es geschafft, mal 30.000 landwirtschaftliche Güter abzubauen. Gut, das wird noch dreifach überfüllt, aber das ist eine andere Geschichte. Bis die Gerste dann unter 46.000 fällt. Auch wenn die jetzt hier schon eine ganze große Menge mitnehmen. Das wäre schon echt nicht schlecht. Okay.
Diese Kreuzung hier vorne in Schildach, wo die ganzen Züge überall lang fahren, die könnte mir noch das Genick brechen, weil die wird dann irgendwann mitten in der Stadt sein. Wie kriegt die Passagiere hier halt? Ihr wollt, ne? Und ihr steht hier auf 1:1. Das größere Problem ist, ich kriege im Moment von meinem Hauptbahnhof die ganzen Passagiere nicht in die Stadt rein. Deswegen steht da so viel. Vielversprechend. Scheißen, der nächste Postzug, da kommt einer, da kommt einer. Mich fertig hier. Wildberg, du hast da 2, 3. Okay, Personenzug Havelse. Postdings, der wird schon. Hat jetzt unten raus, dann ist das ja das, was soweit passt.
wenn ich Felix schon wieder mit 1406 im Post ankommen würde. Oh Mann. Scheiße. Felix, wir haben auch Post hierher zu transportieren, das reicht langsam. Glaube, ich habe ganz andere Probleme. Welche denn? Eine nicht funktionierende Kreuzung zum Beispiel. Aber du brauchst das hier oben. Wo soll denn der Holzzug hin? Ja, der ist da, weil er besoffen ist wie sonst was, ey. Okay. Aber nicht mal der Zug, der mal auf den Senkel geht, sondern dass die anderen Züge einfach fahren, wie sie lustig sind, ey. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss einfach durch deine Kreuzung durchsteigen. Interessantere Frage ist, was haben die für ein Problem, da geradeaus durchzufahren und sich mal nicht zu denken, okay, wir fallen mal da runter. Dem ist einfach, sagst du, soll wieder zurückfahren zu deinem Herkunftsbahnhof. Erstmal, damit er das Wegfindungssystem wiederfindet. Sagt er wieder ohne Route. Weil dann müsste er da lang fahren, könnt ihr theoretisch da lang fahren, könnt ihr da reinfahren. Das ist ja das Komische. Eigentlich gibt es keinen Grund dafür, dass der so rumzickt. Das ist genauso wie, dass der eine Zug hier vorne auf freie Wege wartet, obwohl hier meilenweit nichts steht. Ja, einmal kurz das Signal abreißen und wieder hinsetzen. Damit er zumindest erstmal wegkommt. Ja, das ist das Problem, dass sie halt losgefahren sind mit einer Route, die sie sich da eingeprägt haben. Und du dann währenddessen das Ding umgebaut hast. Aber ich denke, meine Lösung findest du in der nächsten Folge. Achso, der hat sich da vorne das Ding gesichert. Okay. Na gut. Hau's rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss.